Die FIA Rallye WM 2021 wird Ihnen präsentiert vom Toyota GR Supra. Schneller, höher, weiter. Die Rallye-Weltmeisterschaft ist auch eine Flugshow auf vier Rädern. Abheben in der Rallye WM. Nichts für schwache Nerven. Für den perfekten Langstreckenflug muss alles passen. Ja gut, es gibt viele Jumps in der Rallye-Weltmeisterschaft und einige davon kennt man mittlerweile ganz gut. Da weiß man genau, wie man so einen Jump anfährt und auch in welche Richtung man springen muss. Wenn man nur über Mickeys Jump oder auch den Fafe-Jump in Portugal spricht, beide relativ schwierig, relativ hoch. Nicht sehr weit, aber die Höhe macht es da aus, die Landung ist relativ hart. Erfahrung ist das A und O. WRC-Debütant Adrien Fourmeau aus Frankreich hat hier in Pfaff Glück, dass er sein Auto gerade noch in der Spur halten kann. Auf Schotter macht das Springen Spaß. Auf Asphalt wie zuletzt in Kroatien ist es eine andere Geschichte. Da habe ich danach schon meinen Rücken gespürt. Ja, es macht schon Spaß, wenn du das richtige Limit findest. Gerade der berühmt-berüchtigte Pfaff-Zielsprung hat so seine Tücken. Vor allem, wenn das Auto zu steil nach unten sinkt. Es ist immer eine besondere Schwierigkeit, denn dein Aufschrieb muss sehr präzise sein. Meine Strategie ist immer etwas weiter hinten an der Kante, wie sagt man genau, einen Fluchtpunkt anzuvisieren? Ja, genau. Ich suche mir also einen Punkt, um ihn zu fokussieren. Mein Co-Pilot erinnert mich dann auch immer daran, welcher Punkt das ist, und dann lasse ich es krachen. Manchmal bin ich so auf diesen Punkt fokussiert, dass ich das Bremsen vergesse, und das ist vielleicht der Grund, warum ich immer so weit springe. Es gehört eine Menge Mut und Selbstvertrauen dazu, das Auto mit rund 140 km/h an so einer Kante zum Abflug zu bringen. Für den Japaner Takamoto Katsuta in seiner zweiten WRC-Saison, der in Portugal auf Platz 4 kommt, ist die richtige Vorbereitung die Basis für einen perfekten Sprung. Das Wichtigste ist das Recce, also die Vorbesichtigung. Du musst die Linie überprüfen und die Stelle, wo du landest. Das muss man sich in der Vorbereitung schon vorstellen können. Ansonsten wirst du nie sauber landen und gleich wieder die richtige Linie haben. Du musst antizipieren, mit welchem Tempo du ankommst, wie weit du springst und wie auch die Kante beschaffen ist. Wenn es dich davor in eine Kompression drückt, dann wird es heftig und du verlierst extrem an Speed. Oder noch schlimmer bei Gus Greensmith. Portugal ist mit Abstand meine Lieblingsrallye. Ein Top-Event. Porto, die Region, die Atmosphäre. Ganz besonders Pfaff. Am letzten Tag zum Abschluss. Ich hoffe, meine Lenkung bricht nicht wieder, wie das letzte Mal. Wir werden sehen. Ein technischer Defekt kann bei so einer Flugübung fatale Folgen haben. Diesmal kommt Greensmith sauber durch und wird starker Fünfter. Springen mit dem Rallye-Auto ist schon klasse. Wir haben aktuell unglaublich starke Stoßdämpfer, die extrem viel abfangen können. Aber es gibt auch Limits, wie in Italien. Monte Lerno ist riesig. Da kannst du nicht Vollgas drüber, sonst fliegst du zum Mond. Egal, ob es der Zielsprung ist im portugiesischen Pfaff oder Mickeys Jump auf Sardinien. So spektakulär die Sprünge auch sind, eine Rallye gewinnst du dort nicht. Du kannst aber an solchen Stellen dein Auto zerstören. Die ersten beiden Schotterrallyes des Jahres 2021 sind fest in Toyota-Hand. Die Rallye de Portugal gewinnt aufgrund seiner Konstanz über die gesamten drei Tage der Waliser Elvin Evans, der damit seinen vierten Rallye-Sieg seiner Karriere feiert. Und beim letzten Lauf, Anfang Juni auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien, gewinnt Weltmeister Sébastien Ogier, der vor allem am Freitag den Grundstein dafür gelegt hat und auch von den technischen Problemen der Konkurrenz profitiert. Für den siebenmaligen Champion ist es der 52. Rallye-Sieg in seiner Laufbahn und kommt nun als WM-Führender zum nächsten Lauf, der Safari Rallye in Kenia, Afrika. Die FIA Rallye WM 2021 wurde Ihnen präsentiert vom Toyota GR Supra.